folgt Ninolo, dahinter Marion Bowl und Indian Way vor Fazinet, Janosch, Diamant und Avigon. Gegenüber Tabasco Fawn, außen Robby Sport, dahinter Ninolo und Marion Bowl in den Indian Way, gefolgt von Fazinet, Janosch, Diamant und Avigon. Robby Sport fand hinter Tabasco an der Innenkante Platz, außen ein wuchtiger Vorstoß jetzt von Ninolo. 16:6 war die erste Zwischenzeit und im Hackab-Schaubogen nimmt Ninolo die Führung. Ninolo jetzt vor Tabasco, Robby Sport wieder außen in den Indian Way, dahinter Marion Bowl, dann Fazinet und Janosch Diamant, dahinter Avigon, El Coup Diamant vor Primus und Mefi Korsboy. So kommt das Feld wieder vor die Zuschauer. Ninolo führt, Tabasco innen, außen Robby Sport, dahinter Marion Bowl, dann Indian Way, Fazinet und Janosch Diamant. 1000 Meter sind zurückgelegt und Ninolo mit der Führung, außen jetzt Robby Sport, innen Tabasco, dahinter lauert Marion Bowl, dann Indian Way, Fazinet, Janosch Diamant, Avigon, El Coup Diamant vor Primus und Mefi Korsboy. 18:3, die zweite Zwischenzeit. Das Feld im vorletzten Bogen unter der Führung von Ninolo und Robby Sport, innen Tabasco, außen Marion Bowl, dahinter Indian Way mit Fazinet, Fehler von Janosch Diamant. Avigon ist siebtes Pferd, dahinter Primus, El Coup Diamant. 1 rot, die 1 rot. Und Ninolo bleibt knapp vorne, eine halbe Länge dahinter, Robby Sport, innen Tabasco, daneben Marion Bowl, dann Fazinet und Indian Way vor Avigon und Primus. Ninolo legt wieder zu, geht als erstes Pferd an der 500-Meter-Marke vorbei, 16:2 die dritte Zwischenzeit. Ninolo, Robby Sport, jetzt kommt Marion Bowl, dahinter Tabasco, Fazinet und Indian Way. Marion Bowl kommt außen sehr gut ins Bild, innen Ninolo, aber Marion Bowl wirkt außen bereits etwas stärker, dahinter Robby Sport, dann Fazinet vor Prim. 2 rot, die 2 rot. Verehrte Damen und Herren, Münchner Pokal 1996, erster Vorlauf. Hier kommt die Startnummer 1, der 10-jährige Norweger Inherit Me. Besitzer ist Per Myrha, im Sulky sitzt Trond Skouen. Mit einer Gewinnsumme von über 600.000 Mark ist Inherit Me das gewinnreichste Pferd in diesem Vorlauf. Sein Rekord steht bei 1.12.7. Dieses Jahr trabt er bei 6 Siegen bereits 1.12.8. Dahinter kommt mit der Startnummer 2 für Österreich Countina aus dem Stall Emanuel in der Hand ihres Trainers Rudi Haller. Countina lief bereits 1.13.0, gewann fast 200.000 Mark. Mit der Startnummer 3 ein Pferd aus Schweden, Karl Otto. Er startet für Stora Rörfirma und Trifseld Köpp, wird trainiert und gefahren von Live Wittersp. Carlotto ist Seriensieger in diesem Jahr, gewann 6 Rennen, trabte 1.13.4. Dann kommt mit der Startnummer 4 das schnellste Pferd auf Deutschlands Rennbahnen, Guvo de Blumert, der Bahnrekordhalter aus Gelsenkirchen. Und Recklinghausen, 1.11.0 trabte er letztes Jahr in Gelsenkirchen. Besitzer ist Peter Brauers, im Sulky sitzt sein Erfolgsfahrer Roland Hülskart. Die Startnummer 5, Keen to Trot aus dem Stall Express mit seinem Trainer Gerd Biendl, der den Münchner Pokal bereits 2-mal gewann, letztes Jahr mit Kano Comfort. Dann geht es weiter mit der Startnummer 6, eine alte Bekannte hier in München, Dagelfingen, Cremona aus dem Stall Equipage, mittlerweile stationiert in Italien bei Arnaldo Polini und er sitzt auch heute im Sulky der 6-jährigen Stute, die ja hier vor 2 Jahren den großen Preis von Deutschland gewann. Cremona und Arnaldo Polini, die Startnummer 6. Dann kommt mit der Startnummer 7 ein Pferd aus Holland, der Franzose Akara Boy in der Hand seines Besitzers und Trainers Anton Block. Akara Boy trabte in diesem Jahr bereits 12.9 in Recklinghausen als Viertplatzierter in einem Rennen, das Guvo de Blumert gewann. Die Startnummer 8, Casela, für die Besitzergemeinschaft Stall Hermes, Ludwig Reisinger und Stall Landl. Im Sulky der vielfache und amtierende bayerische Champion Helmut Biendl. Und Pferd Nummer 9, das einzige Pferd aus der zweiten Startreihe, Winnie Action, aus dem Stall MS Diamanten, gefahren von Roman Spengler, ist von der Parade befreit.
Und der Start zum ersten Vorlauf. Quinto dort mit einem kurzen Rumpler geht aber nach vorn, nimmt die Führung dahinter in Hurried Me. Außen Carlotto, dann Countina und Guvo di Blumert folgt hier nur in fünfter Position. Dahinter Cremona, Casella, Acaraboy und... Die 9, rot. 9, rot. Im ersten Bogen, Quinto Trott, außen Guvo di Blumert, dahinter sieht man in Hurried Me, dann Countina, Carlotto, Cremona und Casella. So geht es zum ersten Mal vor die Tribünen, Quinto Trott vorn, außen Guvo di Blumert in zweiter Spur, dahinter in Hurried Me, Countina und Carlotto. Guvo di Blumert geht jetzt nach innen in den Windschatten von Quinto Trott, dafür in Hurried Me in zweiter Spur, dahinter Countina, Carlotto, Cremona, 11:06 die erste Zwischenzeit durch Quinto Trott. Quinto Trott hat deutlich Tempo herausgenommen für den SKL-Bogen. Vor Guvo di Blumert in den Countina, dahinter Carlotto in Hurried Me, dann sieht man dahinter Cremona und Casella. Das Feld erreicht die letzte Gegengerade. Quinto Trott an der Spitze unbedrängt, führt außen wieder Guvo di Blumert in den Countina, dahinter in Hurried Me vor Cremona, Carlotto und Casella. Quinto Trott bestimmt weiter das Geschehen. Außen versucht Guvo di Blumert aufzurücken. Innen Countina, dahinter in Hurried Me, innen folgt Cremona, dann Carlotto und Casella. 500 Meter vor dem Ziel, 17:04, die zweite Zwischenzeit durch Quinto Trott. Quinto Trott außen bemüht sich Guvo di Blumert in den Countina, dann in Hurried Me, Cremona, Carlotto und Casella. Es geht auf die letzte Ecke zu. Quinto Trott geht hier noch ungefordert. Außen Guvo di Blumert, dahinter in Hurried Me. Ganz außen Carlotto vor Cremona und Countina. Quinto Trott biegt als erstes Pferd in den Einlauf. Außen Guvo di Blumert. Ganz außen kommen in Hurried Me und Carlotto. Quinto Trott und Guvo di Blumert. Guvo di Blumert geht nach vorn. Guvo di Blumert. Außen kommt Cremona. Cremona und Guvo di Blumert. Cremona ist vorn. Dahinter Guvo di Blumert. Dann Carlotto vor Countina und Casella oder Quinto Trott. Geschichte dieses Rennens, 844:10, die Siegquote für einen Vorlaufsieger im Münchner Pokal, Cremona und Arnaldo Pollini. Im Winner Circle, verehrte Damen und Herren, gratuliert Dr. Michael Liebhardt, Vorstandsmitglied des Münchner Trabrennen und Zuchtvereins und dabei natürlich auch der Besitzer von Cremona. Herzlichen Glückwunsch, Frederik Meissner. Meter bis zum Start. Und Start zum 7. Rennfinale deutscher 5-jährigen Zirkel, drittes V65 Rennen. Speedy Shane macht einen Fehler und Cessna hat die Spitze, führt hier das Feld an. Da sieht man Frivola an der Innenseite mit Cremona. Und außen geht Kantar, dahinter Crowning Star. Aber Cessna weiterhin vorne im Maritimbogen. Kantar außen und Frivol an der Innenseite in der zweiten Spur, Crowning Star, Cremona an der Innenseite. Und dann Copernicus ganz außen.
erste Zwischenzeit nun für Cessna und sie lautet 1:14.8. Cessna weiterhin vorn, ganz außen. Copernicus hat die zweite Position, Frivol unverändert an der Innenseite in der zweiten Spur, Kantar und Cremona innen. Cessna Copernicus, Cessna knapp vor Copernicus mit Frivol, Kantar, Crowning Star und Cremona, dann Tartas. Geht in den Esslerbogen hinein, weiterhin führt Cessna das Feld an. Copernicus bleibt in der zweiten Position, dicht gefolgt von Frivol an der Innenseite, außen Kantar, Cremona und Crowning Star. Die zweite Zwischenzeit 1:16.0. Die Allenseite wird erreicht, keine Änderung in der Spitzengruppe. Cessna führt. Cessna Copernicus. Cessna Copernicus, innen geht Frivol. Kantar in der zweiten Spur. Cremona, Crowning Star und an der Innenseite Casella. Weiterhin Cessna an der Spitze. Es geht bereits auf Ende gegenüber zu. Im hinteren Feld wird Criosa herausgenommen. Vorne aber Cessna, Copernicus, Frivol an der Innenseite, Kantar, Cremona, dann Tartas und Crowning Star. Noch 500 Meter bis zum Ziel. Die dritte Zwischenzeit 1:14.9. Cessna führt, Copernicus, Kantar außen. Cessna, Copernicus, Kantar, Frivol an der Innenseite. Ganz außen sieht man Crioso. Die Endgrade ist erreicht, aber Cessna führt. 1, Rot, 1. Cessna, da kommt Frivol, hat die zweite Position, Copernicus, ganz außen sieht man Casella. Cessna im Vorteil. Cessna führt, Copernicus, Casella und Cremona ganz außen. Cessna, da kommt Casella mit Cremona außen. Cremona oder Cessna, Cremona oder Cessna. Dann die letzte Zwischenzeit, 1:15.4. Sieger im siebten Rennen, Finale zum deutschen fünfjährigen Zirkel mit 220.000 D-Mark dotiert. Drittes V65-Rennen, meine Damen und Herren, die Nummer 4 Cremona aus dem Stallequipage, trainiert von Heli Bindel, gefahren von Heinz Wevering. Meine Damen und Herren, Cremona mit Heinz Wevering fährt nun zur Siegerehrung vor. Die Siegerehrung nimmt vor der Präsident des ZVTs, gleichzeitig Vizepräsident des HVTs, Professor Dietmar Maßmann. Und es gratuliert unser Vizepräsident Jürgen Schütz. Dazu auf Höhe des Ziels der Besitzer von Cremona, Frederik Meisner. Für Cremona die Gelsentrap-Rosette, die Zeit von Cremona 1:15.6. Meine Damen und Herren, man muss nicht nur Glück beim Glücksrad haben, man muss auch Glück hier bei Gelsentrap haben. Wie gesehen, zum siebten Rennenfinale zum deutschen fünfjährigen Zirkel. Ihren herzlichen, freundlichen Applaus, Standing Ovation, könnte ich sagen, für Heinz Wevering, für die meisterliche Fahrt mit Cremona.
geht's zur Siegerparade. Wie gesagt, ehrenherzigen Applaus für Cremona und für Heinz Wevering. Bitteschön. Es geht weiter mit dem Cremona-Rennen, meine Damen und Herren. Unser achtes Rennen, viertes von